Herzlich willkommen auf meinem Kanal für ganzheitliche Kindergesundheit. Mein Name ist Vera Käsemann. Ich bin seit über 25 Jahren Kinderhomöopathin in eigener Praxis und ich bin Autorin des Buches Krankheit als Sprache der Kinderseele zusammen mit Rüdiger Dahlke. Heute möchte ich euch Tipps geben, wie ihr das Immunsystem eurer Kinder stärken könnt. Und damit könnt ihr gar nicht früh genug anfangen. Also im Moment ist es ja noch Frühling und der Sommer ist ja in der Regel relativ infektfrei. Aber die ganzen Tipps sollen euch helfen, vielleicht jetzt schon ein paar Sachen in euren Alltag zu integrieren und zu etablieren, damit ihr dann nicht zu spät anfangt, wenn dann im Herbst die laufenden Nasen wieder losgehen. Also für alle, die noch ganz kleine Kinder haben, Babys, Säuglinge, stillen ist natürlich das Allerbeste, wenn ihr könnt und Lust habt und das in euren Alltag passt. Stillt, solange es eben geht. Und selbst wenn ihr schon zufüttert und den Kindern schon feste Nahrung anbietet, stillen ist einfach das Allerbeste, was ihr zusätzlich machen könnt, um das Immunsystem eurer Kinder wirklich gut aufzubauen und ihnen alles mitzugeben, was sie als Start ins Leben brauchen. Der Wärmehaushalt unserer Kinder ist wichtig. Also die Kinder sollen ein Stück weit abgehärtet werden, wenn sie älter sind. Also ich rede jetzt nicht von den Babys und von den Säuglingen. Sie sollten warm angezogen sein und bei jedem Wetter unbedingt raus, egal ob es regnet, stürmt, schneit oder sonst irgendetwas. Die Füße müssen warm sein. Kauft ihnen so Wolle, Seide, Unterwäsche, dann haben sie wirklich einen unglaublich guten Schutz auf der Haut. Und mutet ihnen ruhig ein bisschen was zu. Also die dürfen auch mal kalt werden und wenn sie sich danach wieder richtig aufwärmen, das Immunsystem muss trainiert werden. Also nur verhätscheln und vertätscheln und verpempern, das macht nicht wirklich Sinn. Also sorgt dafür, dass sie warm angezogen sind, aber dann raus an die frische Luft. Und sobald es jetzt keine Minustemperaturen mehr hat, wer einen eigenen Garten hat oder wer Lust dazu hat, Pfarrer Kneipp hat uns ganz, ganz viele Dinge mit auf den Weg gegeben. Wasseranwendungen, also zum Beispiel Tautreten, barfuß. Das muss jetzt nicht sein, dass man eine Stunde lang im Garten barfuß rumläuft. Aber einmal über die Wiese flitzen morgens, das kann hilfreich sein. Einfach damit der Körper von sich aus Wärme produziert und somit die Kinder dann abhärtet. Also wer da Lust zu hat, auch vielleicht als Gesamtfamilienaktion, macht das unbedingt, Tautreten. Oder auch natürlich alle Wasseranwendungen. Also es gibt Menschen, die können sich eiskalt abduschen. Ich kann das auch nicht, finde das ganz furchtbar, aber es reicht schon aus, wenn man sich zum Beispiel die Unterarme oder mal die Waden kalt abduscht. Und das auch im Wechsel, warm, kalt und zum Schluss sollte es immer kalt sein. Also auch da wieder die Durchblutung wird angeregt und das Immunsystem aktiviert. Wassertreten in jeder Form. Es gibt so Wasserbecken von Pfarrer Kneipp, die haben wir wahrscheinlich nicht im Garten oder irgendwo zur Verfügung. Aber vielleicht kann man auch als Spiel mal ein paar Eimer füllen mit Wasser, wo die Kinder so durchlaufen. Also lasst euch da was einfallen. Da sind eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und vielleicht könnt ihr die Kinder ja auch dazu anhalten, mit zu überlegen, was ihr da entwickeln könnt. Saunabesuche, schaut, was die Kinder mögen. Es gibt Kinder, die lieben das. Ich würde kein Kind zwingen in die Sauna. Die Kinder dürfen ihre Erfahrungen machen, dürfen auch nach einer halben Minute, nach drei Minuten, wann auch immer wieder rausgehen, wenn es ihnen zu warm ist. Aber für die, die eine Sauna haben und für die Kinder, die da Lust zu haben, durchaus. Achtet bitte darauf, dass die Kinder genug trinken. In der Sauna schwitzen wir verlieren viel Flüssigkeit. Also danach unbedingt Getränke anbieten, Wasser, Tee, stark verdünnte, gute Säfte, alles ohne Zucker nach Möglichkeit. Also das sind sowieso die Tipps, die ich gebe. Viel, viel trinken immer. Wir trinken in der Regel zu wenig. Das Leben ist so bunt und wir sind so beschäftigt und oft vergessen wir es. Es gibt Kinder, die überhaupt gar keinen Durstempfinden haben. Achtet darauf, dass die genug trinken. Und dann werde ich immer gefragt, wie viel soll ein Kind denn trinken? Das ist individuell verschieden. Ihr könnt immer anhand des Urins des Kindes und auch bei euch selber sehen, ob ihr genug getrunken habt. Also der Urin sollte natürlich klar sein und möglichst hell. Also nicht dunkel, gelb, konzentriert. Möglichst wässrig mit einem ganz leichten Gelb. Touch, dann wisst ihr genau, dass ihr genug getrunken habt. Und das Gleiche gilt für eure Kinder. Also dann bietet ihnen genug an. Nochmal, Wasser,
Tee, Kräutertee, also kein schwarzer Tee, kein grüner Tee, aber Kräutertee in jeder Form und auch wirklich gute Säfte, aber nur verdünnt. Und zwar so viel Saft und so viel Wasser. Das könnt ihr den Kindern geben. Gerade die, die ungern trinken, brauchen irgendeine Animation. Also gebt ihnen bunte Strohhalme. Die gibt es mittlerweile auch aus Glas, also ökologisch gut. Verziert die Gläser oder bietet kleine Gläschen an oder sonst irgendwas. Und natürlich Obst und Gemüse, was viel Wasser enthält. Also Gurke im Sommer, bietet sich Melone an. Also solche Sachen. Seid da erfinderisch. Wichtig, und das kommt in unserem Alltag oft zu kurz, sind Pausen, Regeneration. Die Kinder, egal welches Alter, brauchen Ruhephasen. Und je eher ihr das einführt, also dass ihr wirklich bei euren kleinen Kindern, wenn die dann irgendwann mal keinen regelmäßigen Mittagsschlaf mehr machen, trotzdem mittags eine Ruhepause einführt. Die müssen nicht schlafen, aber sie dürfen sich ruhig beschäftigen. Also Bilderbuch anschauen oder was basteln, vielleicht auch mal eine Geschichte hören. Die Zimmertür kann aufbleiben und also es wird ja niemand gezwungen oder ins Bett gesteckt, aber lasst sie irgendwo mal ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht auf dem Bett liegen, gestaltet das kuschelig, auch vielleicht mit den Kindern zusammen. Also viele Mütter, Väter können mittags auch gut eine Pause gebrauchen. Etabliert das relativ früh, dass dann Ruhe ist im Haus, also kein lautes Radio, kein Fernseher, sondern jeder so ein bisschen vor sich hin wurstelt. Also von Anfang an mit einbauen in den Alltag wäre toll. Die Kinder haben so viel Programm. Nach Kita, Schule kommen dann diese ganzen Nachmittagsaktivitäten. Die sind oftmals schon im Stress. Also weniger ist da mehr. Gönnt ihnen auch Phasen der Langeweile, wo sie selber überlegen müssen, was sie jetzt tun, was sie anfangen mit ihrer Zeit. Es macht keinen Sinn, die Kinder täglich durch Programme wie Hockey, Tennis, Fußball, Klavier, Geigenunterricht, Ballett, was auch immer. Es gibt ja so viele Angebote, also weniger ist da wirklich mehr. Lasst ihnen ein paar freie Tage, wo sie nachmittags einfach sein können. Die Ernährung, ein Riesenthema. Da streiten sich ja auch die Menschen schon seit jeher drüber. Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass ihr euren Kindern wenig Zucker gebt. Wirklich wenig bis gar keinen Zucker. Ich weiß, das ist schwer und überall sind Zucker drin und versteckte Zucker, ob das Ketchup ist, in Joghurt oder sonst irgendwas. Versucht das zu minimieren, so gut es geht. Also keine gesüßten Getränke, nicht diese Zuckerschlachten mit Süßigkeiten, Keksen, Kuchen und was da alles so angeboten wird. Wenn ihr könnt, wenig Zucker. Keine Weißmehlprodukte, also möglichst alles vollwertig. Ich empfehle natürlich auch, biologische Nahrungsmittel zu kaufen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, tut das zumindest die Grundnahrungsmittel und versucht viel Gemüse und Obst anzubieten. Es gibt Phasen, ich kenne das aus der Praxis, da gibt es dann Mütter, die sagen, ich bin verzweifelt, mein Kind isst nur Reis mit einem Stück Butter oder nur Nudeln mit Pesto oder nur trockene Nudeln. Wir können die Kinder nicht zwingen, aber wir können es vorleben, indem wir uns gesund ernähren, indem wir uns möglichst zusammen mit den Kindern an den Tisch setzen, das Essen als etwas Schönes im Alltag etablieren, wenn das geht. Sie teilhaben lassen. Nehmt sie mit zum Einkaufen, lasst sie Dinge aussuchen, bereitet die Sachen selber zu. Ab einem gewissen Alter geht das gut. Also lasst sie die Möhren schrappen, lasst sie sie schneiden, was auch immer. Im Töpfen umrühren und mit Würzen. Also wenn die Kinder teilhaben an der Essenszubereitung, dann haben sie oft auch Lust, die Dinge zu probieren. Also möglichst vollwertig, kein Zucker, keine Weißmehlprodukte und wenig tierische Eiweiße. Wirklich wenig. Wir essen zu viel tierische Eiweiße. Ja, der Mensch ist ein Allesesser. Aber nur Käse, Joghurt, Wurst, Fleisch, Fisch, diese ganzen Dinge und das mehrmals am Tag ist wirklich nicht gut. Und die ganzen fertig angebotenen Produkte sind in der Regel dann auch noch gesüßt, also diese ganzen Milchprodukte. Lasst das weg. Kuhmilch ist ein Getränk für Kälber, nicht für kleine Kinder. Es gibt mittlerweile so viele Alternativen.
Also das ist eine dringende Empfehlung, die ich habe, das zu reduzieren. Trinken habe ich schon gesagt, viel gutes Wasser, wenn es geht, Tee, Säfte verdünnt, keine eiskalten Getränke, möglichst lauwarm oder warme Getränke. In der kalten Jahreszeit oder gerade in der Übergangsphase gebt euren Kindern wärmende Tees. Ingwer ist oftmals zu scharf, ne? Also vielleicht für ältere Kinder geht das, aber Lindenblütentee zum Beispiel, alle Tees, die so angereichert sind mit Zimt, ne? Das sind alles wärmende Sachen. Das heißt, der Organismus wird von innen durchgewärmt, also ganz hilfreich. Körperliche Bewegung, habe ich schon gesagt, egal bei welchem Wetter, raus an die frische Luft ist das Allerbeste. Aus meiner Jugend kenne ich das noch, da sind wir raus und abends irgendwann wieder rein, schmutzig, ja teilweise auch durchgefroren. Aber nochmal, traut ihnen ein bisschen zu, euren Kindern, und härtet sie ein bisschen ab. Also Regen sollte kein Hindernisgrund sein, um rauszugehen. Wenn euer Kind schon mal ein Antibiotikum bekommen hat, aus welchem Grund auch immer, solltet ihr auf den Darm schauen und den Darm sanieren und dem Darm was Gutes tun. Dort sitzt ein großer Teil unseres Immunsystems. Und die Kinder, die ein Antibiotikum bekommen haben, das Antibiotikum zerstört nicht nur die krankmachenden Bakterien, sondern auch die ganzen nützlichen im Darm. Und da gibt es so viel Probiotika, also Nahrungsergänzungsmittel, die dem Darm gut tun. Ich empfehle immer eine Stuhluntersuchung, um wirklich individuell zu gucken, welche Bakterien fehlen meinem Kind. Sind das Kolibakterien, Lactus, Bifidus und so weiter? Wir haben da eine große Zahl. Also lasst eine Stuhluntersuchung machen und gebt dann ganz gezielt die entsprechenden darmsanierungsunterstützenden Probiotika, die eurem Kind einfach helfen, für eine gesunde Darmflora zu sorgen und damit das Immunsystem natürlich auch zu stärken. Ihr könnt Holunder geben als Saft, Sambucus nigra von Ceres, das sind Tropfen. Solche Dinge, Sanddorn könnt ihr den Kindern anbieten, wenn sie das mögen. Da gibt es unterschiedliche Präparate. Schaut mal bei Weleda, Vala und bei Ceres, alles, was das Immunsystem stärkt, immer so in 2-Wochen-Zyklen und dann wieder Pause machen, also jetzt nicht dauerhaft geben. Aber damit könnt ihr ganz gut das Immunsystem unterstützen. Wenn eure Kinder krank sind, eine wichtige Unterstützung ist, Fieber zuzulassen. Da kommt jetzt demnächst noch ein anderes Video, also wenn ihr über den Umgang mit Fieber mehr wissen wollt, dann bleibt hier dran. Fieber ist ganz wichtig, ist ein Immuntraining und sollte unbedingt toleriert werden unter bestimmten Voraussetzungen. Klassische Homöopathie, klar, empfehle ich natürlich als Homöopathin, eure Kinder konstitutionell unterstützen zu lassen mit dem individuell gewählten homöopathischen Arzneimittel, was genau nach den Eigenarten und nach der Individualität eurer Kinder schaut und die Kinder damit bestmöglich unterstützt. Und achtet bitte darauf, dass ihr eure Kinder nicht mit übermäßiger Hygiene, ja, verwöhnen ist es gar nicht. Es ist eigentlich furchtbar. Durch diese vergangenen Jahre haben sich viele Kinder daran gewöhnt, ständig die Hände zu desinfizieren, die Hände zu waschen, auch wirklich lang und oft, und sich mit nichts mehr auseinanderzusetzen. Also schmutzige Kinder sind in der Regel gesunde Kinder. Lasst sie spielen, im Dreck, im Matsch, in der Erde buddeln. Diese ganzen Dinge, und bitte nicht diese Desinfektionsorgien. Das stört das Hautmilieu, das macht eigentlich mehr kaputt als sonst irgendetwas. Also ein gesundes und intaktes Immunsystem kann mit diesen Dingen, die uns da im Alltag begegnen, wirklich gut umgehen. Ich wünsche euch alles Gute, einen schönen Sommer und einen gesunden Herbst und Winter. Und wenn ihr mehr wissen wollt, dann abonniert gerne den Kanal. Danke, tschüss!